Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und herzlich willkommen zurück zu Adventure Time und Axiom Verge. Wir sind in Woche 4, Folge 10. Eure Unterstützung hat es wieder wahrgemacht. Axiom Verge ist eine Runde weitergekommen, was mich nicht wundert, denn die letzte Woche hatte einen irren Cliffhanger, den wir hoffen, in dieser Folge aufzuklären. Denn es geht um das Geheimnis des doppelten Trays, um das Geheimnis, das Ophelia umgibt. Diejenige, die Trace überhaupt erst durch den Bruch geholt hat. Und wir werden hoffentlich in dieser Woche herausfinden, wer dieser doppelte Trace ist. Und ob beispielsweise Else Nova wirklich etwas verheimlicht. Und ob sie nicht die Verbündete ist, für die wir sie bisher gehalten haben. Es kann ja auch genauso gut sein, dass sie irgendetwas Böses vorhat. Und ich bin gespannt, was hier letztendlich bei rauskommen wird. Wir haben hier in Ukina, das ist das Gebiet, in dem wir uns gerade befinden, auf jeden Fall komischerweise auch sehr viele Roboter, die ihr gerade sehen könnt. Und diese Roboter müssen direkt von Athetos kommen. Sie müssen ihm direkt unterstellt sein. Und was zur Hölle ist das? Das sind tanzende Wattestäbchen. Ja, wir hatten tanzende Webcams, jetzt haben wir tanzende Wattestäbchen. Was zur Hölle geht in dieser Welt vor sich? Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Und wie creepy ist das da oben? Holy shit. Nun, es war an der Zeit. Oh, sorry. Bist du Ophelia? Sowas wie Ophelia gibt es nicht. Wenn es das nicht gibt, woher weißt du, wovon ich rede? Dazu kennst du die Antwort. Weil du eine Halluzination bist, richtig? Die Krankheitserreger lassen mich Dinge sehen? Mist, ich muss weiter. So etwas wie Ophelia gibt es also nicht, ja? Kann es sein, dass Else Nova uns verarscht? Kann es sein, dass es auch gar keine Krankheitserreger gibt? Kann es sein, dass sie sich das alles nur ausgedacht hat? Aber was hat sie davon? Was hat sie davon? Momentan ist das für mich noch nicht wirklich schlüssig. Aber ich denke mal, wir sind kurz davor, ein großes Rätsel in diesem Spiel zu lösen. Cool. Interessant, dass der Schuss dann auch so funktioniert. Wer redet denn da schon wieder? Was für Menschen, was für Wesen sind das? Ich verstehe es nicht. Es ist total gruselig. Hier oben soll auch irgendwo noch... Hier? Angeblich... Ach, da, guck mal. Aber wie kommt man denn da rein? Das ist ja total konfus. Kann ich offenbar jetzt noch nicht lösen. Auf jeden Fall ist der Anfang dieser Folge ja mal schon total interessant. Was sind das für Viecher? Okay. Okay, offenbar kann nur mein Laserbohrer sie zerstören. Mal gucken, ob wir... Wow. Ich finde das hier gerade einfach nur mega creepy. Das sieht auch aus wie eine Nabelschnur hier in der Mitte des Raums. Was für ein creepy ass motherfucking Level. Sowas wie Ophelia gibt es nicht, aber was versuchte Else Nova denn damit? Oder will man uns hier doppelt reinlegen und Else Nova ist doch gut und die erzählen einfach nur Scheiße und wollen uns hier verwirren und uns auf ihre Seite ziehen? Ich meine, die können auch genauso gut von Athetos sein. Und Athetos kann genauso gut trotzdem der Böse sein. Wie gesagt, es ist sehr konfus. Es fällt mir momentan nicht leicht, die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden. Hier geht es weiter, es geht aber auch da unten weiter. Da kommen wir aber aktuell offenbar nicht rein. Hier würden irgendwelche Spermien gerade gespawnt. Okay. Offenbar spawnen die hier endlos. Hup, hup, hup. Hup, hup, hup. Nein. Fast wurde ich befruchtet. Was ist das da oben? Was ist das? Was ist das? Was passiert da? Alter, was geht hier ab?
Guckt euch mal überhaupt den ganzen... Das ganze Bild an. Es sieht alles total verworren aus. Okay. Ich stelle fest, wir können nichts... Wir können sie nicht glitschen. Vielleicht, weil sie schon geglitscht sind oder so. Wir haben sehr wenig Leben. Es ist mega gruselig, was hier abgeht. Es ist einfach mega gruselig. Ich kann diese komischen Viecher nicht glitschen. Und ich weiß auch nicht, was das für Typen sind. Ich weiß nur, dass mir das nicht passt. Hör! Danke. Das Leben kann ich gebrauchen. Auch neues Leben. Und diese Patschehändchen, ey. Oh! Nein! Oh nein, ist das ärgerlich! Oh nein, jetzt muss ich den ganzen Weg normal gehen. Oh fuck. Oh, das passt mir gerade gar nicht. Ehrlich gesagt habe ich da jetzt auch keine Lust zu, das alles normal zu machen, weil die Gegner so doof waren. Oh Mann, oh. Vor allen Dingen sind die ja jetzt auch alle wieder da, ob es Roboter sind oder sonst wer. Ich bin jetzt ja schon wieder fast tot. Mann. Okay. Wenigstens ein bisschen Leben. Ich werde das Video cutten. So, wir sind wieder da. Ich bin an Ort und Stelle, wo wir aufgehört hatten. Allerdings habe ich auch nicht allzu viel Leben. Wir müssen also sehr vorsichtig vorgehen. Diese Grabschehändchen. Diese Handjob-Händchen. Keine Ahnung, was die sollen. Auf jeden Fall... Masturbationshände kann hier keiner gebrauchen. Nicht in diesem Spiel. Nicht in dieser Aufnahme. Oh je. Da links ist ein Boss. Da links ist einfach mal ein Boss. Gott sei Dank haben wir hier einen Safe Room. Ein Abonnent wollte, dass ich hier hochspringe. Weil ein halber Safe Room komisch auf der Map aussieht. Das habe ich jetzt mal einfach gemacht. Und wir werden es jetzt mit dem nächsten Boss zu tun kriegen. Ist es vielleicht sogar Ophelia? Ist Ophelia eigentlich ein Böser? Bin gespannt. Mist, ich bin gefangen. Trace, reiß dich bitte zusammen. Ich habe Kontakt zu Ophelia. Elsinova, der Mann von vorhin. Er ist hier. Dämon. Warte, ich bin kein Dämon. Hä? Warum sind die Bilder vertauscht? Oder doch? Dämon, Athetos sagt, töten. Warum ist das Bild von Trace? Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich bin der Dämon. Ich bin der Dämon. Ich steuere den Dämon. Ich steuere den Dämon. Das ist total verwirrend. Warum kapiere ich das nicht? Zur Hölle. Ich habe den Dämon gespielt. Eine Drohne. Wo bin ich? In Sicherheit, sie sind in der Unfallchirurgie. Mir tut alles weh. Wie schlimm ist es denn? Es wird jetzt nicht leicht für sie, aber ihre Verletzungen sind schwerwiegend. Sie werden weder laufen noch sehen können. Jemals.
Ich erinnere mich wieder. Ich hatte angenommen, es hing alles mit der Explosion im Labor zusammen. Dabei war das bei diesem Unfall gar nicht so. Ausgerechnet ein eingefrorenes Überdruckventil. Kabumm, wie konnte ich das nur vergessen? Ich habe die Detonation überlebt und wurde wieder wach. Ich war für Monate in Dunkelheit eingeschlossen. Ich war gebrochen, nicht nur blind, sondern ein Krüppel. Als ich da hilflos nachdenkend herumlag, hatte ich eine Offenbarung. Eine Idee, die zu einem wissenschaftlichen Durchbruch führen würde. Ich arbeitete zusammen mit Dr. Hammond, der sich komplett erholt hatte. Zusammen veröffentlichten wir eine neue Weltformel. Wir schrieben die Physik neu. Die Medien bekamen davon Wind und liebten es. Die Physiker hingegen betitelten es als Pseudowissenschaft. Ich kam auf die schwarze Liste und bekam den Spitznamen Athetos, ohne Heimat. Hier enden meine Erinnerungen. Ein ganzes Jahr meines Lebens komplett vergessen. Und irgendwie bin ich er. Athetos. Elsinova weiß das alles, aber sie denkt, ich weiß es nicht. Ich bin also immer noch hier. Ich habe den Bioflux entfernt. Deine Nanopforten sollten den Rest erledigen. Trace, das ist Ophelia. Sie hat dich nach Sudra gebracht. Okay, Ophelia. Und warum genau hast du das getan? Da gibt es verschiedene Gründe, aber hauptsächlich, weil du, genau wie Athetos, ein Musterverstand bist. Das bedeutet, dass nur du Athetos Krankheitserreger überleben kannst. Zudem kannst nur du Athetos Waffen bedienen, wie diese hier. Kurz, du bist unsere einzige Chance, ihn zu besiegen. Was macht Athetos und mich denn zu diesem Muster verstanden? Sind wir so geboren worden oder dazu geworden? Um ehrlich zu sein, wissen wir es nicht. In Bruch gibt es noch viel mehr Welten. Athetos kam von einer, also haben wir dort angefangen. Ich bin in den Bruch hinein, wo ich von den Musterverstanden erfuhr. Spezielle Individuen, die die Realität nach ihren Willen formen können. Mit einem speziellen Gerät, das wir Wahrsager nennen, suchten wir nach anderen Musterverstanden, die ihn aufhalten können. Wir haben nur dich gefunden, auf deiner Welt, Erde, und dich extrahiert. Wir wissen genau, dass du ein Musterverstand bist, aber nicht warum. Wir hatten gehofft, du kannst es uns sagen. Leider nein, ich bin ganz normal. Und mir auch ziemlich sicher, dass in meiner DNS keine spezielle Geheimmagie am Arbeiten ist oder sowas. Habt ihr nicht was vergessen? Wir sind uns sicher, ungeachtet dessen geht es dir besser. Bruchfessler und Athetos sind in einem Aufzug über uns. Zerstöre ihn, wir kümmern uns um den Rest. Aber dort hineinzukommen wird Zeit brauchen. Und dann? Bist du fertig und wir senden dich zurück nach Hause. Okay, dann mache ich mich mal auf den Zauberer zu treffen. Mind blown. Was zur Hölle ist hier eigentlich los? Ich war ein Jahr bewusstlos. Okay. Ich bin Athetos? What? Ich habe die Physik reformiert? Revolutioniert? Ich bin raus. Also weiß ich, dass ich Athetos bin. Ich bin wirklich Athetos und deswegen kann ich auch logischerweise seine Waffen bedienen? Heißt das, dass Athetos mein Ich aus der Vergangenheit ist, das hier reingereist ist oder aus der Zukunft? Oder, ach Gott, es ist alles so komplex und kompliziert. Das ist unfassbar. Kommt ihr damit? Jetzt mal ganz ernsthaft gefragt. Gesundheitsknoten ist natürlich nett. Ernsthaft, irgendwie... Ah, ist das kompliziert, ey. Es ist wirklich mega kompliziert. Das ist nicht nur ein bisschen kompliziert, das ist total kompliziert.
Ich weiß noch nicht, ich kann noch nicht genau sagen, wie das zeitlich zusammenhängt. Ich kann es noch nicht genau sagen. Okay, die machen Schaden. Ich hoffe, dass wir Antworten darauf kriegen. Dass es noch ein bisschen genauer beleuchtet wird, denn ansonsten peile ich das echt nicht. Da oben haben wir wieder eine Node. Vielleicht hilft die ja sogar dabei. Ich wäre auf jeden Fall sehr davon angetan, wenn sie das täte. Bla bla bla, wieder geschreibst du, dass ich nicht entziffern kann. Also wir haben mit Hammond auf jeden Fall an etwas gearbeitet. So, und dann gab es diesen Unfall. Offenbar war das nicht das Experiment, sondern ein Überdruckventil, das da geplatzt ist und für eine Explosion gesorgt hat. Und die hat dafür gesorgt, dass wir ein Jahr lang irgendwie mehr oder weniger ohnmächtig, bewusstlos, wie auch immer waren und über alles nachdenken konnten. Und während dieser Zeit haben wir etwas reformiert, und zwar die Physik. Aber wann kamen wir denn dann nach Bruch? Danach ja dann, logischerweise. Aber wann ist Athetos in diese Welt gekommen? Wie passt denn dann das zusammen? Auf jeden Fall ist der Bruchfessler, was immer das ist, und Athetos hier oben irgendwo. Und offenbar sind das die nächsten Gegner, denen wir uns zu stellen haben. Ich denke mal, dass es aber irgendeine Art von Barriere geben wird, die verhindert, dass wir da hinkommen. Und ansonsten wäre das zu einfach. Das Spiel ist noch lange nicht vorbei. Wir sind gerade mal bei ungefähr 50% der Karte, die wir aufgedeckt haben. Da fehlen also noch jede Menge Räume. Hier drüben war jetzt der Boss. Können wir diese Gebiete denn miteinander verbinden? Was ist das da oben? Was ist das? Das sieht ganz anders aus als vorher, ehrlich gesagt. Okay. Ich weiß nicht, was das da für ein komisches fliegendes Teil ist. Ich kann es auch nicht töten, also es ist offenbar auch kein Feind. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das ein Feind ist, aber... Es ist doch auch wahrscheinlich kein Freund, oder? Ja. Weil hier komme ich ja eindeutig nicht weiter. Hier oben komme ich wirklich nicht weiter. Da brauche ich wahrscheinlich so eine Art Jetpack. Vielleicht kriegen wir ja noch ein Jetpack. In diesem Spiel ist alles möglich. Das habe ich mittlerweile gelernt. Wir können also wieder runter. Und hier lang. Also gibt es Ophelia doch. Es gibt sie doch. Das heißt, man kann Elsinova vielleicht doch trauen. Man kann vielmehr mir nicht trauen. Also, man kann Trace nicht trauen. Das ist schon ziemlich heftig, was da gerade vom Stapel gelassen wurde. Ich komme irgendwie nicht darüber hinweg. Ich weiß auch nicht. Und irgendwie, wie gesagt, mich verwirrt das alles. Ich finde das sehr verwirrend. Wir wissen noch nicht genug. Wir wissen einfach noch nicht genug. Da muss noch mehr passieren. Ich nehme mal an, dass wir jetzt wieder ganz nach unten müssen. Und ich nehme mal an, dass sich vielleicht das Gebiet verändert hat. Denn es gab da ja mal ein paar Räume, die links und rechts zum Beispiel nicht erreichbar waren oder über uns. Und es kann ja sein, dass die jetzt mehr oder weniger geöffnet wurden. Durch diese Veränderung, genauso wie der Bossraum hier sich ja auch sehr verändert hat. Deswegen werden wir jetzt hier einfach mal ein bisschen nach unten gehen. Ja, das hat sich definitiv verändert. Ja klar, wir waren ja krank, mehr oder weniger. Ophelia hat ja diese Krankheit von uns genommen und deswegen haben sich logischerweise die Räume verändert. Das war ja mehr so eine Art Fiebertraum, den wir da erlebt haben. Schon sehr verstörend, wenn ihr mich fragt. Wir müssen jetzt also hier irgendwie anständig runterkommen. Okay. Ja, es sieht definitiv ganz anders aus. What? Was immer das für Geschöpfe sind. Okay, die kenne ich. Das war eine stärkere Variante. Die ich kenne, die waren schwächer. Na, stirb. Komm schon.
Okay, aber hier ist der Weg jetzt ja immer noch nicht frei, ne? Nee. Hier ist der Weg immer noch nicht frei. Und ich kann da nicht durchglitschen von hier aus. Vielleicht kann ich ja... Nee, ich kann da nicht durchglitschen. Ich komme da also doch nicht rein, aber vielleicht komme ich da unten rein. Da gab es ja auch noch einen Weg. Nämlich hier vorne. Ja, das sieht besser aus. Ich glaube, da könnte ich reinkommen. Ich muss nur erstmal den Weg da reinfinden. Muss ich hier lang? Ist alles so verwirrend und so neu für mich. Danke. Danke, HP. Baxter. Whatever. Holy fuck, warum macht denn der teilweise so viel Schaden auf einmal? Ist hier oben noch was? Nein. Oh! Ja, ja. Ich bin immer noch blown. Aber absolut blown. Mind blown. Sowas von blown. Schön, dass ich jetzt hier wenigstens durch kann. Aber wie komme ich jetzt... Wie zum Beispiel komme ich denn jetzt auch da wieder durch? Ich kann da so nicht durchglitschen. Meine Drohne kann ja auch nicht glitschen. Eigentlich müsste dieser Drohnenglitch noch kommen. Das wäre eine logische Schlussfolgerung. Eine logische Konsequenz aus den bisherigen Updates, dass auch meine Drohne irgendwann glitschen kann. Das würde ich gut finden. Ich brauche mehr Anstoß. Ah. Vielleicht auch von hier. Jo. Wop. Ja, ich glaube, so langsam geht es ein bisschen besser. Oh, guck mal, was ist denn hier Schönes? Ein neuer Anzug. Trenchcoat, doppelt tippen, um in jedwede Richtung zu teleportieren. What? Really? Holy fucking shit. Wie geil ist das denn? Wie krass ist diese Fähigkeit? Okay. Ich bin der Glitch himself. Ich kann alles. Okay, vielleicht sollte ich erstmal den töten, bevor ich alles kann. Gib mir HP, Baxter! Er hat uns eine der größten Mysterien der Menschheit vor die Füße geworfen. How much is the fish? Es gibt bis heute keine Antwort darauf. Warum komme ich da nicht durch? Man sagte mir, ich kann überall durchglitschen. Geht doch. Okay. Nein! Dumme Idee! Dumm, 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 dumm. Okay, also das Beste ist die Laser. Laserbohrer. Man bohrt sie Laser, okay. Da haben wir auch wieder eine Note, eine wichtige Botschaft. Die ich aufnehmen werde.
der Spalt. Unsere beste Vermutung soweit ist, dass es eine erzwungene Wiederverbindung zwischen Gittern unterhalb angrenzender Universen ist. Der Spaltfessler wiederum hat die Fähigkeit, diese Grenzen zu verschieben. Außerhalb eines Spaltaufzuges ist der Spalt unpassierbar. Die Sundraner benutzen dies als Notbehelfsschild, um Eindringlinge abzuhalten oder in unserem Fall jemanden darin gefangen zu halten. A7 nahm an, dass der Spalt selbst unsichtbar ist und dass der Effekt, den wir am Himmel sehen, in Wahrheit ein schützendes Feld mikroskopisch kleiner Elemente ist, die die ausgefransten Enden wie Phagozyten bedecken. Muss man eigentlich Physik studiert haben, um dieses Spiel zu kapieren? Also gibt es jetzt auch noch einen Spalt. Ist das ein Spalt im Bruch, durch den wir gekommen sind vielleicht? Ist damit sowas gemeint? Könnt's mir vorstellen. Auf jeden Fall, was soll das bedeuten, dass uns hier jemand gefangen halten will? Ja, aber wer denn? Wer will uns gefangen halten, meine Freunde? Wo gehen wir jetzt als nächstes lang? Wir könnten links lang gehen und gucken, ob wir da weiterkommen. Das werden wir auch tun. Denn dieser Teleport wird uns auf jeden Fall eigentlich überall nützlich sein, egal wo wir hingehen. Eine wahnsinnig tolle Fähigkeit. Hätte ich jetzt auch mal nicht gedacht, dass wir wirklich einen Teleport kriegen. Aber gut, jetzt kommt man so natürlich auch zurück. Das war ja vorher auch nicht der Fall. So, was war jetzt mit diesen Dingern? Okay. 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 Warte. Nee, ich komme hier nicht drauf. Nein! Ganz knapp. Nein. Das muss doch irgendwie klappen. Ich muss doch da hochkommen. Yes! Okay. Wunderbar. Diese Fähigkeit ist einfach der Hammer. Dieses Gesundheitsknotenpunktfragment, das ist einfach wirklich der Hammer. Das muss doch auch irgendwie funktionieren hier. Geht doch! Wieder diese komische Sprache, die keiner versteht. Es ist kein Sudran. Whatever. Gibt es hier vielleicht noch irgendwas? Kann ich hier irgendwas aufbohren? Nope. Auf jeden Fall geht es hier noch weiter hoch. Ich bin einfach nur weggeblasen. Von allem. Von diesem Spiel, von diesen Fähigkeiten, von diesen Offenbarungen, von diesem Mindfuck, den ich so lange nicht mehr irgendwo hatte. Und ich bin gespannt, wie das Ganze noch weitergeht. Also heißt das, dass wir gegen uns selbst kämpfen? Wir sind Athetos. Aber Athetos sah alt aus. Irgendwie ist das ganz merkwürdig. Ich hoffe, dass ihr Axiom Verge weiter in die Treue haltet und kommentiert und liked und Hashtag und sonst was auch immer. Gehen oder bleiben, ihr müsst entscheiden hier bei Adventure Time und Axiom Verge. Wir sehen uns bei Folge 11. Bis dahin, I want you for an adventure.